Nachholspiel in Duisburg, Tabellenführer Elversberg zu Gast beim MSV, bröckelt bei den Saarländern das Selbstvertrauen. Zuletzt gab es in zwei Spielen 0 Punkte und 0 Tore. Die Duisburger begannen engagiert, liefen dann aber in einen Konter. Schnellbacher, der zurückgekehrte Kapitän auf Woltemade, der sieht Koffi. Und Achtung, Koffi nimmt den Kopf hoch, zieht diese Flanke aus dem Schuh und findet Woltemade. 1-0 für Elversberg in der 13. Minute. Sie konterten die Duisburger bei 2 gegen 5 gnadenlos gut aus und brachten es ins Ziel. Ein klasse Treffer der Gäste. Und das tat richtig gut nach diesen zuletzt 2 Spielen ohne Punkt und ohne Tor. Und sie machten weiter, spielten weiter nach vorne, wollten hier ein Zeichen setzen und taten das. Postenschuss von Neubauer in der 18. Minute. Die Gäste aus dem Saarland nah dran am zweiten Treffer. Die Duisburger spielten ja weiter engagiert, aber man sah einfach den Qualitätsunterschied. Jetzt Eckball für die Elversberger und da war Adjani doch schon sehr klar mit der rechten Hand am Ball. Die Hand war weit weg vom Körper. Das war die Vergrößerung der Körperoberfläche, aber Schiedsrichter Hansel Bauer entschied sich hier falsch und gab keinen Elfmeter. Den hätte er geben müssen in der 30. Minute. Tja, und wie das so ist im Fußball, wenn du selber das zweite oder dritte nicht machst, dann passieren manchmal komische Dinge. Mogultai, Jander und dann ist Kölle da und steht nicht im Abseits und deshalb dürfen sie feiern. Das war der Ausgleich in der 32. Minute. Duisburg oftmals unkonventionell, ja, aber mit viel Leidenschaft und mit viel Herz. Und so holten sie sich hier den etwas schmeichelhaften Ausgleich. 1:1 nach einer guten halben Stunde. Jetzt dachten die Ersten schon an ein Halbzeitergebnis 1:1, aber Elversberg machte weiter. Konkret Woltemade wird geblockt und dann hält er mal die Birne hin. Und tatsächlich fällt die Kugel hinten rein in der 39. Minute. Da muss er selber lachen. So schön sein erstes Tor war und so gewollt. Jetzt war reichlich Zufall mit dabei. Aber ist ihm wurscht. Saisontor Nummer 9 für Nick Woltemade und die erneute Führung für Elversberg. Kurz vor der Pause das 2:1 und in der Summe auch verdient. Pausenstand 2:1, Horst Steffen. Ja, die Elversberger, haben wir gesehen, hätten eigentlich höher führen können. Ja, und in der zweiten Hälfte packte der MSV dann noch ein bisschen mehr Leidenschaft drauf. Adjani und der eingewechselte Girtz. So macht's ein echter Mittelstürmer. 2:2 in der 62. Minute. Mit gutem Temperament arbeiteten sich die Gastgeber zurück ins Spiel gegen den Tabellenführer. Ausgleich für den MSV. Die besser spielende Fußballmannschaft blieb Elversberg. Jakobsen und Vincent Müller war dran mit den Fingerspitzen in der 71. Minute. Die Duisburger hielten dagegen. Es stand weiter 2:2. Drehen Sie es vielleicht am Ende? Nachspielzeit. Push mit dem Freistoß und Christoph hielt das 2:2. Das war dann am Ende auch der Endstand. Duisburg holt sich einen wichtigen Punkt gegen den Tabellenführer. 6 Unentschieden in 8 Spielen. Mühsam ernährt sich das Zebra. Aber jetzt sind es schon 8 Punkte Puffer auf den Abstiegsplatz. Gegen den Tabellenführer gespielt. Wir lagen 2-mal zurück. Und dann sollten wir dann schon realistisch genug sein und sagen, dass wir den Punkt heute gewonnen haben. Ja, genauso nehmen wir ihn auch mit. Das war unser Ziel, mindestens einen Punkt zu holen. Das haben wir geschafft. Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, muss ich sagen. Wirklich einen sehr engagierten Auftritt hingelegt und nach Anfangsminuten dann eben auch gezeigt, was wir können. Und das Spiel bestimmt einen Großteil des Spiels. Und dementsprechend haben wir gezeigt, dass wir Spitzenreiter sind und zu Recht. Elversberg holt zwar nur den einen Punkt, aber der tut gut nach zuletzt 2 Niederlagen für den Kopf und fürs Konto. Elversberg jetzt 8 Punkte vor dem Relegationsplatz. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.